Total recht herzlich willkommen. Ach, Frühling ist da. Hurra, hurra. Podolski hat ein super Tor gemacht. Hurra, hurra. Ja, willkommen hier bei eurem Medienkanzler. Ich habe einfach Lust, tolle Videos zu machen. Und ich freue mich, wenn ein, zwei, drei zuschauen. Weil eine Million oder tausend schaffe ich eh nicht. Ah, Video machen, Filme machen, yippie. So, während die Kunden hier jetzt nicht erschienen, nehme ich mir die Zeit und mache diese Clips. Also sobald ein Kunde kommt, mache ich ihn kurz aus und mache mit dem Clip dann weiter. Ja, mir ist etwas aufgefallen. Das ist ja jetzt so eine Art 55 plus aufwärts Facebook Analyse TV. Facebook Analyse TV. Mit lauter Thesen gespickt und so weiter und so fort. Also zuerst möchte ich mal alle Hobbyfaschisten begrüßen. Hobbyfaschisten. Der Faschismus ist ja so dermaßen momentan in der braunen Soße hier sowas von verteilt, besonders bei Facebook. Nun, ich möchte allen erklären, wir, die damals in der Lehre der 55 plus der damaligen Zeit waren, wir, die heute 55 plus sind und darüber philosophieren bzw. uns daran erinnern. Wir alle, fast wir alle, sind 15 Jahre nach D-Day geboren. Wir alle sind nach der Stunde 0 1946 geformt und wir alle sind ab 56 so in der Adenauer Zeit, in der Bonner Regierungszeit groß geworden. Wir haben viel erlebt, ja, nach der Stunde 0, nach 1946. Das Ruhrgebiet, der Ruhrpott und so weiter und so fort. Wer das alles nicht kennt, hat sowieso irgendwie die Geschichte verpennt. Mahlzeit, Hallöchen, ich helfe. Kunden mit süßen Hunden, das bringt gute Laune. Wir haben Sommer. Nee, haben wir nicht. Wir haben Frühling. Nee, haben wir nicht. Aber die Sonne lacht. Das haben wir. Es ist zwar Frühling, weit drüber. Und auch ich bin weit über 55 plus und muss jeden Tag schmunzeln. Also noch einmal begrüße ich alle Hobbyfaschisten bei Facebook. Ja, was anderes ist es doch nicht. Meine lieben Freunde, fast jeder, der jetzt dieses Video sieht, ist ein Kind aus der Adenauer-Ära. Also Frau Hannelore Kraft, wie meiner einer, ja, euer Medienkanzler. Wir sind 15 Jahre nach D-Day geboren. Ja. Wir haben die Stunde 0, 1946, noch im Nacken. Ja. Und wie gesagt, ab 56 aufwärts, Adenauer-Gilde-Ära, alle die da drumherum, ja, Lübcke, ach wie sie alle heißen, unsere Präsidenten etc. pp. Also das volkstümliche, ach, das schwarz-weiße, und dann auch die wilden 50, 60, 70, naja, 80 geht noch, aber die wilden Jahre 50, 60 und dann wurde es noch ein bisschen bunt zwischen 70, 80. Nach 90 und nach der Wende und nach der EU, was haben wir denn da? Komm, erzählt mir nicht einen vom Pferd, ja. Wir haben Hobbyfaschisten hier, ja, und wir haben Facebook, ein Gesülze von oben bis unten. In meinen ersten 50 Jahre meines Lebens habe ich nicht so viele Frauen gesehen, ja, wie jetzt. Ich meine, jetzt in meinen letzten 50 Jahren meines Lebens, davon habe ich schon 10 abgerockt, sehe ich nur Pseudo, ja. Ich sehe, wie gesagt, dieses Hobby- und Pseudo-Faschismus, ich sehe diese sogenannte Hitlerkeule, alles totaler Schwachfug, weil kann ich mir nicht. Geht gar nicht, weil ich kenne diese Person nicht, ich kenne den Kreis nicht, ich war bei der Weimarer Republik, war ich nicht dabei, 1917. Ich bin jetzt hier in diesem Pseudostaat, Papierstaat, 16 Bundesländer, jeder kocht da sein Süppchen in seinem Land, keiner beachtet seine eigene Verfassung, die in seinem Land rechtsgültig ist, keiner macht sich einen Kopf drum, alles redet dummes Zeug, jeder freut sich, dass Podolski so ein Wahnsinnstor gemacht hat. Wie gesagt, ich habe hier während der Kameraarbeit jetzt hier Facebook laufen, um mich so ein bisschen einzustimmen in den sogenannten Redefluss. Ja, Redefluss, man ist noch lange nicht Schluss. Wir schreiben das Jahr 2017, die CeBIT geht so lange zu Ende und die CeBIT ist so den Faktor Industrie 4.0. Nur wissen das die meisten nicht und andere sind schon im User 5.0 Bereich etc. und pp. Aber in Wirklichkeit ist das alles nur noch Fantasie. Man hat uns alles vieles versprochen, 1995 haben wir damit angefangen, 1995 ist jetzt der Auslöser für 2017
die Technik, die 1995 auf den Weg gebracht. Vor allen Dingen die erste CeBIT, ja, Kommunikation und Bürokommunikation und Telefon und so weiter. Heute, ja heute, wenn man heute zurückspringt, habe ich gar kein Interesse zu, weil die Jugend, die das Video jetzt hier sehen oder überhaupt mich jetzt hier sozusagen followen, also nach und so weiter. Ich bedanke mich erstmal total recht herzlich für die, die überhaupt sich das anschauen, für die, die Interesse haben, für die, die auch Anregungen bieten und vor allen Dingen für meine realen Kunden. Wie gesagt, gerade hier ein Hund, der einen erfreut hat, wirklich, und der hieß Sissi, könnt ihr euch vorstellen, war so ein kleiner, niedlicher. Und dann ein unheimlich aufgewecktes Kind, das immer Hallo gerufen hat. Hallo in verschiedenen Tönen. Hallo! Na? Also macht einen froh. Ihr merkt, man ist dann locker, man sitzt auch locker vor der Kamera und erfreut sich. Man hat keine negativen Gedanken und verscheucht das sogenannte Negative auch bei Facebook. Ja? Also die Landeshauptstadt für mich ist natürlich wichtig, ist Düsseldorf. Die Bezirkshauptstadt und auch die neue Hauptstadt Berlin, naja, die mag ich nicht so. Manchmal meine ich auch, München könnte ruhig mal überhaupt die Hauptstadt werden von Deutschland. Irgendwie wäre die mir gemütlicher. Aber egal, geht mich nichts an. Ich bin ein Bürger und komme aus dem Pott, Ruhrpott, den es auch nicht mehr gibt. Kommen wir jetzt sozusagen aus der grünen Stadt. Vorher war es die Kulturhauptstadt. Dann ist es die grüne Hauptstadt. Ja, man muss sich halt immer erfinden, damit so ein Millionär Geld macht. Ich habe da irgendwie nicht so eine Ader zu, jedes Mal mich neu zu erfinden, um Geld zu machen. Diese Videos hier, diese Clips habe ich jetzt also auch nicht erfunden, um damit Geld zu machen. Aber ich habe mich, wie gesagt, bei Facebook mal kundgemacht. Und da habe ich einige Beiträge gesehen und da komme ich jetzt zu. Da hat jemand so einen Beitrag gemacht über so einen Globus. Ja, er hat sich Gedanken gemacht über so einen Globus und hat dann gesagt, dass das alles hier nicht stimmt. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, muss das auch alles gar nicht so stimmen. Also es wäre alles verzerrt und würde nicht stimmen und so weiter, weil es ist ja geschnitten wie so eine Banane. Ja, man hat das ja richtig berechnet. Das ist ein Bild, was berechnet wurde und wurde ja dann hier oben so geschnitten, also dünn und dann breit, ja, und dann wurde es ja wie so eine Apfelsine zusammengeklebt. Ja, das ist unsere Welt, das ist unser Globus, den ich jetzt hier mal zeige. So, und wenn dann so ein Wissenschaftler sagt, hör mal, so ein Globus, der stimmt ja gar nicht, das stimmt ja alles gar nicht, ne? Die Proportionen stimmen nicht, hier Australien ist gar nicht so, ne? Oder hier dann die Landzunge von und so weiter, auch Brasilien und so weiter und so fort. Kommt natürlich drauf an, wie sorgfältig so ein Globus hergestellt worden ist. Nun, so ein Globus, wo hier noch so ein Etikett mit eingearbeitet ist, das ist natürlich kein Globus. Da hat er natürlich recht, aber man muss das doch alles nicht so eng sehen. Ne? Man muss das alles nicht so eng sehen. Das ist ein richtiger Globus, sollte man jetzt nicht treten, dann würde er doch ziemlich kaputt gehen. Der ist so ein bisschen aus spezieller Pappe gemacht. Hört man auch schon am Hohlkörpergeräusch. So, die Wissenschaft, also wir haben also so Pseudo. Wir haben Pseudo-Wissenschaft, wir haben Pseudo-Faschisten, wir haben Pseudo. Viele warten ja, dass die Aliens kommen. Meiner einer wartet mittlerweile auch, dass die Aliens kommen, damit mehr Ruhe hier reinkommt in den ganzen Laden. In den weltlichen Laden, ja. Also, die Erde, die im Kosmos, im Universum ihre Bahnen zieht und alle 1000 Jahre sogar 50 Kilometer näher an der Sonne kommt, kann sich ausrechnen, wenn so ein Körper durch ein Universum fliegt, der bleibt ja nicht stehen, der rotiert ja, ne? Was da eine Menge natürlich geschieht. Rotation, Ausdehnung, ja, alles passiert. So, meine lieben Freunde, was ist eigentlich los? Hat uns die Elektronik wirklich gaga gemacht? Lassen wir dort die Sau raus. Wie wir 1995, so mit der AOL und Geschichte, AOL wollte ja mit Medien
da was machen, wie wir halt AOL geholfen haben, wie wir uns selbst auf den Weg gebracht haben, wie wir die ersten Websites gemacht haben, die ersten Communities und alles. Der Aufbau, das hat so viel Spaß gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht, im Internet zu sein, beziehungsweise dieses Internet zu nutzen. Wir haben es ja nicht erfunden, man hat uns gegeben und wir haben es dann für uns selbst entwickelt. Zuerst nicht. Zuerst wollte man uns was verkaufen und hat nicht geklappt. Ja? Jetzt machen wir ja alles selber. Und weil wir ja alles selber machen, verdienen die sich aber trotzdem eine goldene Nase. So sieht es ja aus. Also Facebook kriegt ja richtig Schotter. Ja, nicht von uns. Wir geben das ja einfach preis. Nur was wir preisgeben, verkaufen die. Ja, weil wenn es denen gut geht, also hier bei YouTube habe ich ja auch gemerkt, wenn wirklich so ein Videoclip so richtig abgeht, hat er natürlich mit seinen Katzenvideos, Hundevideos und alles reichlich Geld gemacht. Ja, wie gesagt, der Sommer kommt, der Sommer 2017. Und ich überlege mir, irgendwas Schönes zu machen, auch mit der Kamera unterwegs zu sein. Ich möchte das alles gar nicht so aufwärmen. Hier zum Beispiel die grüne Hauptstadt, die wir jetzt hier haben. Vorher war es die Kulturhauptstadt 2010. Natürlich laden wir euch total recht herzlich ein. Jeder kann hier, wenn er mal hier in der Stadt ist, hier vorbeikommen. Wir sind sehr nah an der Autobahn. Man braucht nur kurz abbiegen und man kann auch sofort wieder drauf. Man kann in die Richtung Dortmund, in die Richtung Duisburg und dann geht es natürlich kerzengerade weiter. Also wir sind hier mittendrin im Center an der Autobahn. Einmal kurz abbiegen, einmal Hallo sagen und irgendwie, ja, wer Lust und Laune hat, macht mit, Filme. Morgen, Grüße. Morgen. Geschichten der Kunden können nur dann vollzogen werden, wenn die Geschichten freigegeben werden. Viele Schauspieler erscheinen hier. Mord mit Aussicht, früher aus Stromberg und Helge mit seiner Combo. Ist kein Schauspieler. Ja, Helge ist auch fast ein Schauspieler. Helge macht natürlich Musik. Katzenklo, Katzenklo. Die Katze macht mich heute froh, ihr wisst schon. So, also wie gesagt, hier geht natürlich, wir sind ein Medienhaus und ein Copyhaus und euer Medienkanzler macht hier diese Videos. Macht jetzt den Aufruf, wer Lust und Laune hat, macht mit. Lässt sich sehen an alle Künstler. An alle Künstler aller Sparten, wer wirklich Interesse hat in HD, in 4K, mit Green Room und mit Special und auch mit verschiedenen Hintergründen hier etwas arbeiten möchte oder etwas herstellen möchte, ist natürlich total recht herzlich willkommen. Alles umsonst geht nicht. Ein bisschen kostet es schon, wenn es auch hin und wieder mal Zeit kostet. So. Abschlussthema DVB-T, das ist ja jetzt bald ruckzuck, bald machen wir ja so eine Firma, Freenet, ne, das ist eine Firma, die macht hier alle, ne? Da haben auch schon einige Kunden gesagt, weißt du was, ich gucke kein RTL mehr, lass sie doch. Ich bin ja gespannt, ob sie das wahr machen, ich bin gespannt, ob einige Kunden es wahr machen, kein RTL mehr zu gucken, alles was mit RTL zu tun hat, nein, danke. RTL hat so einen leichten Schmuddel, Nachgeschmack bekommen. RTL ist wohl nicht mehr das, was 1988 RTL mal war. Also RTL war ja mal der Höhenflug. Ne? Also, es gab ja kaum einen, der nicht RTL sehen wollte. Ne? Besonders samstags nachts und all solche Sachen. Nun, RTL ist jetzt halt so ein Hai da, der alles gerne frisst und nur noch Geld haben will. Es geht ja eh nur noch um Kapital. Wir haben jetzt den Turbokapitalismus, so richtig Spaß. Hm? Ich habe ja vorhin erwähnt, ich wiederhole es jetzt halt noch ein einziges Mal. Wir sind alles Kinder aus Adenauer-Zeiten. Diese Pseudo-Faschisten da, die Pseudo-Braunen, die Pseudo-Hinterbliebenen da mit ihren komischen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man das Mittelalter unbedingt wieder haben möchte. Ich weiß auch nicht, warum einige wirklich so vernagelt sind. Und ich weiß auch nicht, warum einige in die sogenannte Steinzeit zurück wollen. Meine lieben Freunde, wir sind doch in einer Zeit, wo wir wirklich die gesamte Welt, die ich vorhin in den Händen hielt, die wir dann ins Wohnzimmer holen können. Also die Welt können wir ins Wohnzimmer holen. Wir können wirklich. Ich habe mich so gefreut, wie hier ein DJ Valdez aus Malaysia, the first award in England hier war. Man hat für ihn dann gearbeitet, man hat für ihn die Sachen gemacht. Wir haben für ihn 500 DVDs gemacht. Ja, ich habe zwar kein Wort verstanden und ich habe auch die Musik nicht verstanden. Die war zwar sehr melodiös, aber ist halt so. Oder den Kanadier,
Tompkins, ja, der mit dem Mund alles macht. Hammer, wenn man das sieht, wie der das macht. Ich meine, ich habe ja, okay, es sind ja viele Elektronik, die er dabei hat, aber spitzenmäßig, Tompkins, ja, heißt er, kommt aus Kanada. Sind natürlich alles Künstler angehaucht, das sind alles keine Armen. Die haben im Hintergrund natürlich viel Feedback und auch viel Geld und dadurch kommt und viel Kunst. Wenn man einen Mäzen hat, dann klappt das. Wenn viele sich fragen, warum so manche Videos nicht so angesagt sind, weil in der heutigen Zeit, in der Roboterzeit, kann man ja einen Roboter bzw. einen einen bezahlen. Man kann jemanden bezahlen, der so eine Roboter-Sache hat hier, der programmiert das und schwuppdiwupp hat dieses Video plötzlich 1 Million Klicks. Das funktioniert halt heute so. Wollen wir mal ehrlich bleiben. Ich bin fast schon 100% ehrlich, aber 95% auf jeden Fall garantiert. Ich bin 95% garantierte Ehrlichkeit. Wurde leider, muss ich jetzt so sagen, mit fast 100% Disziplin erzogen. Zuerst kam Disziplin, Gehorchen und dann weiter. Ja, das Wort Nein auch akzeptieren. Heutzutage, wenn man als Elternteil Nein sagt, hat man Terror in der Bude. Und deswegen muss man heutzutage sein Nein so diplomatisch verpacken, dass man erstmal Ja sagt mit Vorbehalt. Heutzutage geht das gar nicht mehr anders. Man muss Ja sagen mit Vorbehalt. Man muss auch unterschreiben mit Vorbehalt, um überhaupt zum Nein zu gelangen. Weil wenn man einem sagt Nein, dann wirklich, dann rockt die Bude. Weil heutzutage ist keiner mehr bereit, irgendwelche Abstriche zu machen. Wichtig ist Disziplin, gehorchen, auf sich selber, mit sich selber im Reinen zu kommen. Hatte mich gewundert, vor 14 Tagen ging es einem überhaupt nicht gut. Plötzlich, wirklich, aus dem Stegreif, Schwindelattacke und so weiter und so fort. Und mittlerweile durch die Kunden erfahren, dass sehr viele davon betroffen waren. Sehr viele Kunden waren davon betroffen, dass sie so einen Kreisel hatten. Ja? Denen ging es überhaupt nicht gut. So, ich habe auch fast 14 Tage jetzt gebraucht, ohne Medikamente, nur durch Disziplin, nur horchen und ganz vorsichtiges Handling mit sich selbst, beim Hinlegen etc. pp., beim Aufstehen. Da, ne? Also es war schon, also irgendwas lag in der Luft. Heute hatten wir wieder einen Kunden hier, dem wir gerade seine Krankenscheine zum Arbeitgeber gefaxt haben. Und er sagte auch, jo, mir ging es gar nicht gut, hatte Schwindel. So, meine eigene, ich habe noch eine Schwester, die auch weit über 60 plus schon ist. Und ja, wenn also man zuhört, aha, dann kann man auch so manche Krankheit, könnte man durch Zuhören, durch Disziplin und wie gesagt, seine Selbstverantwortung, könnte man da wunderbar in den Griff kriegen. Man muss nicht dauernd irgendwelche Tabletten in sich reinpfeifen, um der Meinung zu sein, es geht einem dann wieder besser. Okay, wollen wir hoffen, dass das auch wirklich jetzt so langsam hier aus unserem Dunstkreis verschwindet. Es wurde gelesen, in diesen Texturen stand plötzlich, dass hier ein Lackwerk ausgebrannt war. Ein stillgelegtes Lackwerk war ausgebrannt. Und ist klar, diese Ausdünstungen, also die Feuerwehr und die Polizei hat uns nur gewarnt, dass da eine schwere Wolke hier über dem Ruhrgebiet zieht. Mehr nicht, also mal so beiläufig, bloß keine Panik machen, ey. Das werden wir ja schon merken. Ja, sind aber reihenweise viele Leute, wie ich selbst, betroffen gewesen. Wir hatten ja wirklich einen schweren Schwindel, also das tat also schon mittlerweile wirklich weh. Und es kam natürlich auch darauf an, wo man sich gerade aufgehalten hat. Da war es dann mehr oder weniger, wie das nun mal so ist mit der Luft. Die zieht ja, die fliegt ja. Und die Wolke ist ja auch irgendwo und lässt da ihre Partikel nieder. Es hatte geregnet, gehagelt und so weiter und so fort. Jetzt scheint die Sonne. Es war kühl, es war warm. Das kam ja dann auch noch hinzu. Und dann kommt natürlich das Alter hinzu. 55 plus aufwärts, machen wir uns nichts vor. Ein junger Spund ist meiner einer auch nicht mehr. Und somit muss er auf alles mal achten. So. Diese Videos, die jetzt hier erzeugt wurden in der letzten Zeit, auch dies für Frau Hannelore Kraft, dann wie gesagt einmal so ein Leute, lest mal eure Verfassung und so weiter, das hat schon ein bisschen Sinn. Man sollte schon belesen sein, man sollte auch wirklich sich gar nicht mehr alles hier über sich übergehen lassen, ja.
Am Mittwoch, den 22.03., kam auch die neue Serie wieder. Fast schon kultig, wie My Weeweiss in den 80ern, ja. Stubbs und Crockett, hier halt Hubert und Staller. Und war wieder sehenswert in der ARD, 18:50 Uhr, diese Serie, Hubert und Staller. So, ja, also wie gesagt, wir sind in einer, sagen wir mal, pseudo-faschistischen, kapitalistischen Kasper-Runde unterwegs, jedenfalls durch Facebook. Also wenn ich mir das Facebook hier so ansehe, wenn ich hier rauf und runter scrolle, muss ich euch nichts erzählen, ihr macht es ja selber. Ja? Von morgens bis abends steht da AfD wählen, AfD wählen, AfD wählen. Ey, hast du irgendwas an der Spule oder was? Aber egal. Wir haben Wahljahr. Ich sehe das als Unterhaltung. Für mich ist jegliches Unterhaltung. Gut, ist mein Beruf, ich habe es gelernt. Ich komme aus, wie gesagt, 66. War das meine Idee. 1976 dann die Firma gegründet. 2016 bemerkt, wow, du hast es geschafft. 2017 ist schon 4K da. Und dann kommt so ein Klops da wie DVB-T 2.0. Also DVB 2.0 ist totaler Bluff. Ja, wenn die Leute wirklich bemerken bald, auch die anderen, die innerhalb von wenigen Tagen noch sich das dann kaufen müssen oder bereit sind, es zu kaufen, bereit sind, an einem Tag da 150 auszugeben, müssen sie ja nicht. Sie müssen ja so um die 70 Euro. Wenn sie Glück haben, bekommen sie so ein Gerät ja schon ab 39,95. Bei der Firma Pearl gibt es dasselbe Gerät, also für 39,95. Und danach, nach 3-4 Monaten, kann man sich ja dann nochmal diese sogenannten 70 Euro gönnen. Aber ich weiß nicht. Ne? Also die Elternteile, die leider Jugendliche haben, die Jugendlichen leider RTL verseucht sind, an alle Eltern, die Jugendliche haben, die RTL verseucht sind, die haben natürlich Spaß in den Backen, ja, die müssen da durch, leider, die können ja oder nein sagen, sie können sich den Terror der Jugendlichen dann irgendwie nicht leisten und dann greifen sie ja doch zu den 70 Euro und kaufen. Und komm, um den 1 Euro wollen wir uns jetzt nicht streiten. Ich habe mir das gestern alles angeguckt. Ja, Freenet kostet im Moment 69 Euro. HDTV Plus hat damals 50 D-Mark gekostet. 50 Euro gekostet. Kostet jetzt plötzlich 70 Euro. HDTV Plus kostet 70 Euro. Und das Freenet DVB-T 2 plus 0 kostet 69. Also komm, den 1 Euro. Auch 70. Und jetzt kommt der Hammer. Bald stellen auch diese Kabelanbieter das DVB-C ab. Ja, da muss man nämlich auch dann plötzlich neues Gerät kaufen und dann nochmal ein bisschen zahlen. Meiner einer, euer Medienkanzler, zahlt bei der Telekom 6,99 Euro im Monat. 6,99 Euro im Monat, damit er alles in HD sehen kann. Und er sieht alles in HD. Er sieht ein bisschen mehr HD, wie die bei DVB-T 2.0 und vor allen Dingen die auch Kabel von anderen Anbietern haben. Natürlich ist da auch noch ein Satellit da von Astra, aber an diesem Satellit Astra ist dann, wie gesagt, dieses HDTV Plus angeschlossen und deswegen komme ich jetzt auch auf die Preise. Man zahlt also für die sogenannte Telekommunikation richtig Geld. Gut, man kann natürlich, wie einige behaupten, man könne nur hergehen und von mir aus nur noch Internet. Aber nur noch Internet, ich weiß nicht. Also ein bisschen Freiheit. Also die Freiheit der eigenen Entscheidung, ja, die möchte ich auch behalten. Die Freiheit der eigenen Entscheidung. Damals, wie mir das angeboten wurde, habe ich mich entschieden, gut, jetzt werde ich gezwungen. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, also jetzt entscheide ich mich dagegen. Will das nicht. Ich kaufe hier kein einziges DVB-T2. Ja. Ich habe hier genügend stehen. Alle, die bemerken. Ich meine, meinen Kunden sage ich, komm, kauft euch eins, dann müsst ihr halt immer abmachen und dran machen. Ja, also eben, ja, Fernseher sind ja Monitore. Fernseher sind Monitore, mehr ist es doch nicht mehr. Ist doch kein Fernsehen mehr. Ein Fernsehen, das nicht mehr selbstständig empfangen kann, ist kein Fernsehgerät mehr, sondern ein Monitor. Also man sollte jetzt drüber nachsinnen, als Kunde, als Verbraucher, kaufe ich mir einen Monitor. Ja, der hat ja
Einige haben ja schon HDMI, also wir haben hier genügend Monitore stehen, die schon HDMI haben. Also schließe ich an und schon habe ich einen 16:9 Monitor, beste Qualität, und kann da drauf fernsehen, gucken. Ja. Das lineare Fernsehen will man uns wegnehmen oder kaputt machen, die haben keine Lust mehr. Es geht ja nur noch um Effizienz, Geld und so weiter. Es geht nicht mehr um Disziplin, Gehorchen, irgendwie einem eine Freude zu machen. Freude machen? Für viel Geld, ja. Ja, für viel Geld. So, wie gesagt, ich gucke mir das hier an. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran. Das sind so Videos zwischen den Zeilen. Ja? Das sind Videos zwischen den Kunden, weil die Kunden haben ein Thema. Ich greife dieses Thema auf und setze das in virtueller Manie um. Ja. Ja. Und wie gesagt, heute Morgen war super wunderschön mit dem Hund. Hat so viel Spaß gemacht. Danach, wie gesagt, das Kind, das immer hallo, 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 hallo. Ja, und dann die Nächsten, die dann, wie gesagt, haben da über DVB-T. Ja, wir sind international. Also hier, durch diese Internationalität kommen so viele Menschen und erzählen auch sehr viel. Ja, es kommen auch Türken, Griechen, Inder, also internationale Menschen. Vorhin habe ich ja gesagt, dass auch aus Malaysia ein Künstler da war. Also, wenn man so ein internationales Geschäft hat und wenn man mit internationalen Menschen arbeitet, ist man ja ein bisschen globaler. Ja? Man ist also ein bisschen weltnäher. Man ist nicht so Hobbyfaschist, ja, wie die anderen da, die Hobbyfaschisten. Ne? Ja, ich überlege gerade, ob man nicht nur ein bisschen so eine lockere Sendung macht, so aus Spaß, mal sich diesen Dieter nur auseinandernimmt, da, so guckt, was der da redet. Ne? Haben wir was vergessen? Ja, ja, genau. Also, die Internationalität, jetzt gerade auch, wieder einen super Kunden gehabt, ein Architekt, auch ein anderer Landsmann. Ach, herrlich, das macht so viel Spaß. Ja. Wenn man es kann, kann man es, und wenn man es nicht kann, kann man es nicht, ist richtig. Diese sogenannte neuartige Neidgesellschaft, die neuartige Ich-Gesellschaft, ich, ist euch schon mal aufgefallen, ich weiß es nicht. Ich spreche jetzt alle die 55 plus an, also früher sagte man der Hermann und ich, heute sagt man ich und der Hermann. Und das fällt schon auf, wenn man so die 55 plus der damaligen Zeit, die Zeit nach 46, nach 56, die haben dann immer gesagt, ich und der Esel, hä? Das heißt du und ich. Ja, so war das. Da nannte man irgendwie Disziplin, aber Disziplin ist weg, irgendwie ist alles weg. Also die Verrohung, die nationale Verrohung, nicht mehr stolz zu sein, ein Nationalist zu sein, also irgendeiner Nation anzugehören. Also, ich finde es ja super, wenn Frau Merkel der Meinung ist, dass wir jetzt EU-Bürger sind mit der Integration in die EU. Ja, wir sind also europäische Bürger, Integration Deutsch in die EU. Ja, das hat sie geschrieben. Ich hätte gefragt, wo ist eigentlich Einigkeit, Recht und Freiheit? Ich vermisse diesen Fünfer, ja, diesen 5 D-Mark, diese 5 D-Mark in diesem Rand. Und als Kind fragt man, was ist das hier, Einigkeit, Recht, Freiheit? Und dann wurde einem das so erklärt. Wir sind uns jetzt hier im Jahr 2017 einig, dass wir das Recht haben, uns zu streiten. Ja, wenn es bunt wird, können wir uns sogar noch einen dazu nehmen. Aber die Freiheit zu nehmen, diszipliniert zu sein, aufeinander zuzugehen, miteinander Spaß zu haben. Ja. Früher sprach man nicht in eine Kamera rein. Früher machte man kein Selfie, früher machte man auch kein Live-Video, sondern man war zusammen. Ja. Wenn man sich mochte, war man länger zusammen und wenn man sich verstanden hat, war man öfters zusammen. Die sogenannte menschliche Kultur, Mensch to Mensch, ist irgendwie abhandengekommen. Ist ja egal, wie der Mensch aussieht, wenn man gut klar kommt mit ihm, man lernt ja auch vom Menschen. Ja. Also meiner einer, euer Medienkanzler, erlebt ja viel pro Tag, pro Stunde, pro Minute, pro Sekunde. Ob nun am frühen Morgen so ein Hund mich begeistert oder ein Kind mich begeistert, weil das Kind immer Hallo, Hallo, Hallo gerufen hat. Jetzt kommt ja immer auf den Tonfall an, wie Hallo gerufen wird. Ja,
Mag ja auch sein, dass vielleicht es jetzt an der Sonne liegt. Mag ja jetzt auch sein, dass diese komische Wolke jetzt hier nicht mehr über uns schwebt. Dass wir diese Schwindeleinheiten nicht mehr haben. Das ging alles gar nicht. Jetzt geht alles. Ne? Ja, das sind so Sachen. Ja, wir werden belogen. Man achtet nicht mehr auf uns. Egal, ob wir uns gegenseitig fertig machen. Das ist den Pseudo-Politikern sowas von egal. Die haben keine Ehre mehr im Leid. Der Schulz sowieso nicht. Also wer den Schulz wählt, kann ja Dreckkinder fressen. Ja, ist so. Das sage ich jetzt knallhart in die Kamera. Ich gucke mal, wie gesagt, es kommt aber alles durch Facebook. Ich rolle da jetzt gerade rauf und runter. Habe ja mit vielen Künstlern zu tun. Auch Künstler, die der Textur mächtig, also Literaten, Menschen, die schreiben. Habe natürlich viele, die Emmys haben und dann so lächerlich in die Kamera blitzen und da hin und wieder auch mal der Teil etwas öffnen. Die rauschen ja auch bei Facebook rauf und runter. Und jetzt gerade sehe ich das lächelnde Gesicht des kleinen Prinzen Söder, so sein Spitzname von der CSU. Ja. Söder wünscht sich Heimatministerium für ganz Deutschland. Heimatministerium für ganz Deutschland wünscht sich der Söder. Genial, ne? Ja, das wünscht er sich. Ne? Dann ist er der Finanzminister. Grüße, hi, hallöchen, moin. Also die DVB-T2-Geschichte ist natürlich in aller Munde. Die Kunden regen sich schon ein bisschen auf über das DVB-T2 und verstehen dann auch alles gar nicht so, was da auf sie zukommt. Ich kann nur sagen, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Und nach dem 29. wissen wir mehr und im April wissen wir dann auch mehr. Und dann können wir darüber sinnen, was da für ein Unsinn auf uns zugerollt war. Lustigerweise, wie gesagt, weiß keiner, was das alles so ist, weil die Leute kommen richtig durcheinander, weil auch in dem Gerät DVB-T ist und DVB-T2 auch. Ne? So ein Schrägstrich kommen die durcheinander. Die kommen durcheinander, weil irgend so ein grünes Schild davor geklebt ist oder nicht davor geklebt ist. Gerade hatte ich eine Kundin, die bei Pearl was gekauft hat, kommt damit nicht klar, weil die Firma Pearl auch nicht so bekannt ist und so weiter. Man weiß nicht, ob die Firma Pearl, weil die so günstig ist, ob das wirklich dasselbe Produkt ist, wie man das bei Amazon für das Doppelte oder Dreifache bekommt. Das sind alles so Sachen. Also wie gesagt, ist hochinteressant das Ganze im Moment mit DVB-T2+. Dann haben wir natürlich hier die Sache mit den sogenannten Hobbyfaschisten. Ja, ist ja alles Hobbyfaschisten hier, die hier was aufrollen, die zu weit zurückgehen und vergessen haben, den Aluhut abzunehmen. Ja, auch Deutsche wurden. Da kommt der Oberdeutsche, ja genau. Der Oberdeutsche ist da! Ja! Hast du Arbeit? Ja, weiß ich nicht. Kann ich mitbringen oder was? Wir sind die beiden. So, zum Schluss. Wie gesagt, heute war sehr viel los. Heute Morgen erst ein Hund, der einen beglückt hat. Da. Dann ein Kind, das immer Hallo, Hallo. Es war sehr interessant, sehr lustig. Ich meine, das Wetter war ja auch super. Das Wetter war wunderschön. Ich hoffe, alle Zuschauer und alle Kunden hatten das Wetter genossen und ich hoffe, in euren Ländern, Bundesländern und so weiter, ihr hattet auch wunderschönes Wetter. So, da wir ja nun mal eine Filmfotoproduktion sind, wurden wir natürlich gefragt. Und natürlich haben wir auch Ja gesagt, ist klar, wir sind nun mal zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ja, natürlich gibt es auch ein sogenanntes Dirty Hobby und alle, die wissen, was ein Dirty Hobby ist, ich werde es jetzt hier nicht zeigen, ich werde nur sagen, es gibt natürlich auch ein Dirty Hobby und für alle, die sich für das Dirty Hobby interessieren, soll ich von der Kundenklientel sagen, alles seriös. Also das Ganze gehört Bundesbeamten. Genau. Intimes Revier in Oberhausen. Intimes Revier in Oberhausen. Im Sundern
Gelsenkirchen, Entschuldigung. Ist für mich auch neu. Also es gibt das sogenannte Dirty Hobby. Intimes Revier. Bei YouTube-Kanal Intimes Revier. Im Sondern 21. Wie gesagt, das Ganze ist seriös. Wie gesagt, das Dirty Hobby. Wie gesagt, für diejenigen, welche die das brauchen, soll ich das halt von der Kundenklientel mal so erwähnen. Und dass es da, wie gesagt, ein intimes Revier gibt in Gelsenkirchen im Sundern, so heißt das, beim YouTube-Kanal, bitte eingeben, intimes Revier im Sundern, schaut euch das an. Und derjenige, welche, ihr wisst schon, was ein Dirty Hobby heißt, was ein Dirty Hobby ist. So, wie gesagt, ist auf den Weg gebracht, wie gesagt, ist unser Beruf, das sind unsere Kunden, ist okay. Wie gesagt, wir machen ja Filmfotoproduktion, aber mehr für Spielfilme. Gestern Hubert und Stallhagen gesehen. Das, ja, passt irgendwie zu den ganzen Serien. Hubert und Staller, ich möchte nicht wissen, wenn die da, ja, egal, lass mal sein mit dem Dirty Hobby. Okay, Ladies and Gentlemen, also die Sendung, oder beziehungsweise die Serie Hubert und Staller gefällt einem, mir persönlich. Und deswegen wird die auch hier erwähnt. Nur in Bayern produzieren wir nicht, da werden wir auch nicht engagiert. Wie gesagt, hier um Kohlenpott ist richtig, Revier. Nur wir haben natürlich ein großes Problem hier im Revier, weil sehr viele Heuschrecken mittlerweile hier die gesamten Sachen aufkaufen. Und deswegen darf man keine Außenaufnahmen machen. Wenn man keine Außenaufnahmen machen darf, dann wird das so ein bisschen uninteressant, das Ganze. Man muss dann also verschiedene Drehorte dann benutzen und dann macht das auf eine Art keinen Sinn, weil die Dreharbeiten dann ein bisschen teuer werden. Und zu teuer soll das Ganze ja auch, glaube ich, nicht werden, auch wenn ARD, ZDF das produzieren lässt. Die Produktionsfirmen müssen trotzdem das Geld aufbringen, um so eine Produktion auf den Weg zu bringen. Ich werde in einigen Monaten werde ich dann, also wenn die Serie, also wenn die Staffel 6 abgedreht worden ist, beziehungsweise wenn die gesehen worden ist, also wenn die durch ist, sie ist ja abgedreht, sie ist ja gestern zum ersten Mal gestartet, gestern Abend 18.50 Uhr, kann man ja in der Mediathek sehen, Hubert und Staller, und die andere ist auch klar, die wird ja auch in München gedreht, Rosenheim Cops in Rosenheim, und dann München 7, ist auch eine, also sehr viel wird in München, im Münchner Raum gedreht. Jetzt am 6. April kommt ja dann wieder bei RTL, und naja, seitdem man RTL bezahlen muss, sind natürlich einige Kunden jetzt nicht daran begeistert, was sie vorher umsonst gesehen haben, jetzt für Cobra 11 und Co. zu zahlen. Heute Abend kommt auch wieder Promi-Dinner, wo das jetzt genau läuft, weiß ich nicht. Bin ich auch gerade angerufen worden wegen dem Klöckner. Der Klöckner ist irgendwie normal geworden, sieht auch ziemlich normal aus. Man kennt ihn ja noch von früher. Er sieht an sich, aber er hat nun mal tätowierte Augenbrauen etc. Die kann man ihm nicht wegnehmen. Aber er sieht normal aus und war bei Promi-Dinner auch normal unterwegs. Naja, und wie gesagt, die anderen Dirty Hobby ist und bleibt zum Beispiel seriös trotzdem, auch wenn es ein Dirty Hobby ist. Seriosität ist hier wichtig, auch bei der Arbeit und der Datenschutz bleibt auf jeden Fall. Ne? So, ich mache jetzt Finish hier und bedanke mich nochmal total recht herzlich, dass ihr überhaupt eingeschaltet, zugeschaltet, überhaupt Interesse habt, dem Medienkanzler da, wie gesagt, zuzuhören, zuzuschauen. Aber wie gesagt, live, was hier so zwischendurch live ist, macht natürlich unheimlich viel Spaß. Ja? Und bedenkt es, das ist alles Arbeit, das ist also kein Vergnügen und es wird auch kein Vergnügen sein, weil das wirklich harte Arbeit ist. Weil wir stellen nun mal her, müssen dann auch bezahlt werden und dann muss dann auch alles stimmen. Egal, ob man normale Kopien macht, die müssen sauber sein. Auch wenn man am Computer arbeitet, wenn irgendwas verschickt werden muss, auch wenn es in anderen Landessprachen ist. Heute war es ziemlich schwierig, weil Polnisch, Russisch, das kann ich nicht, also das habe ich nie gelesen.
Und da muss man dann schon versuchen, die Sprache auf ein Level zu bekommen, um überhaupt irgendwas zu versenden. Ja? Wenn es dann hochbrisante Sachen sind, besonders dann im Dirty Hobby-Bereich, das sind dann hochbrisante Einheiten, die da versendet werden müssen. Und da muss man erstmal zuhören. Man kennt sich da auch nicht aus, weil das sind ja auch andere Länder, andere Provider. Und wie gesagt, russische Provider und polnische Provider, die haben einen ganz anderen Aufbau. Aber es hat geklappt. Die Sachen wurden dann versendet. Und ich sag dann sozusagen ein Glück auf zu Gelsenkirchen, zum Intim Revier. Sondern, ja, möget ihr da fleißig euer Dirty Hobby frönen und euer Geld verdienen. So, das diesbezüglich, wir haben natürlich überwiegend, also 99% haben wir natürlich normale Aufträge, ja. Ja, muss da einfach mal gesagt werden, weil man wurde, warum denn nicht, ne? Ist Beruf und wir leben in einer ziemlich freien Zeit. Wenn ich mir das Dirty Hobby da auf den Facebook-Seiten mir anschaue, da muss ich ja auch schon immer ziemlich schmunzeln. Dirty Hot, ne, also da sind ja einige Dirty Ladies unterwegs. So, ich komme gerade hier frisch vom Onkel Doktor. Eine sogenannte Zahnreinigung wird jetzt sehr oft gemacht, weil auch ich mich verschönern lassen will. Und deswegen sagte ich ja, sobald das alles gemacht worden ist, dann wird natürlich auch wieder fleißig anders gedreht. Irgendwas kommt dann sicherlich. Aber jetzt ist erstmal Schluss. Ich freue mich, dass ihr, wie gesagt, zugeschaut, dabei gewesen seid. Ja, ich bedanke mich natürlich auch total und recht herzlich bei meinen Kunden. Ja, bei der Bundespolizei, die da war. Kunden. Bundespolizei, die haben ja auch ihre Sachen zu machen. Dann, wie gesagt, die Ladies in Dirty Hobby. Ist auch ein Beruf. Ja, dann den niedlichen Hund heute. Also ich hatte heute sehr viel mit Tieren zu tun, wirklich niedliche Hunde, wirklich. Und dann auch die kleine Lady, die mal Hallo, Hallo gesagt hat, war auch ziemlich lustig. Ja, der Rest ist normal, international normal, wirklich international normal. Und auf dem Weg sage ich jetzt mal,